Liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Highland Park 15 Jahre Viking Heart. Erst überhaupt keinen Highland Park, dann ja mein Weihnachtsvideo, wo ich den 12er mit dem 18er verkostet habe. Und jetzt, wie es der Zufall so will, ist mir diese wunderschöne Keramikbottle, die ich schon seit einem Jahr unten stehen habe, für einen unglaublich günstigen Preis in die Hände gefallen. Und da habe ich sofort zugeschlagen und habe gedacht, jetzt mache ich ihn auch auf und jetzt probiere ich ihn und jetzt probiere ich ihn auch mit euch gemeinsam. Um was handelt es sich denn hier? Es handelt sich, wie gesagt, um einen 15-jährigen Highland Park mit 44 Volumenprozent. Der ist nicht gefärbt und auch nicht filtriert, wurde in drei verschiedenen Fässerarten gereift, nämlich in Eichenfässern, Weißeichenfässern aus Amerika und auch aus Europa. Diese Fässer geben dem Whisky dann auch diese würzigen und kräftigen Aromen. Und dann hat er auch noch als dritte Fassvariante Refill Sherry Casks bekommen. Also Fässer, in denen schon mal Highland Park oder Whisky, Sherry Whisky gelagert ist. Das gibt ihm dann, sagen wir mal, die Restaromen. Über die Brennerei Highland Park möchte ich gar nicht so viel sagen, habe ich in meinem letzten Video schon gemacht. Irgendwann mal 1798 hat Magnus Oinsson schwarz gebrannt in der Nähe von Kirkwall, wo die Brennerei ja liegt, auf den Orkney-Inseln. Und offiziell gegründet wurden sie 1825. Geliefert wird dieses wunderschöne Teil in einer Keramikflasche. Die kennt ihr, wie gesagt, der Whisky ist ja auch schon seit einem Jahr am Markt und ist auch in der Core Range erhältlich. Aber trotzdem eine außergewöhnliche Flasche, die auch keine Umverpackung hat, allerdings in Keramik geliefert wird. Und diese Keramikflasche soll erinnern an die Zeiten, in denen der Whisky noch in Ton reifte, anstatt in Eichenfässern. So, wenn dieser wunderschöne Whisky nicht gefärbt und nicht filtriert ist, dann gucken wir uns mal die Farbe an. Und zwar ist das ein wunderschöner dunkler Goldton mit Herbstsonneneinschlag. Finde ich sehr, sehr schön und hat auch unglaublich schöne Lecks, die er am Fenster, am Glas zieht. Zeugt von einer gewissen, nicht Komplexität, aber von einer gewissen Struktur und von einer gewissen Dichte des Whiskys, bin mal sehr gespannt. Jetzt werden wir gemeinsam mal verriechen. Also das Erste, was mir in die Nase kommt, ist so verbrannte Zimtstangen. Mit einem ganz leichten Rauch. Hat fast was Botanisches mit drin, also so Lavendel. Und ich glaube, diese sogenannten für Highland Park typischen Heidekrautnoten. Dann kommt auch ein bisschen Honig. Helle Früchte. Leicht zitrisch, tropisch. Warm. Haben einen Frosch im Hals schon wieder. Gibt's ja nicht. Also ist nicht sehr komplex, aber eine sehr angenehme Nase. Ich würde sogar sagen, ist kein Winterwhisky, sondern ist eher ein sommerlicher Whisky. Geht vielleicht ein bisschen auch in die Richtung Herbst, Weinlese. Ja, so dieses Szenario. Wie gesagt, die hellen Früchte, so Birne, Apfel hat er auf jeden Fall mit drin, vielleicht eine schöne Ananas. Ich würde sagen, wir verkosten. Mhm. Mhm.
Ananas, Vanille, Zitrone, Honig. Schöner Anklang von Holz. Das machen mit Sicherheit die Weißeichenfässer. Und ein Tick Muskat. Rauch ganz dezent im Hintergrund. Also wenn mich jetzt einer fragen würde, wie viel ppm ich dem geben würde, vielleicht 12. Also sehr angenehm, sehr mild, sehr ausgewogen, sehr in eine Richtung laufend. Nicht überraschend, nicht, oh, jetzt poppt das auf oder jetzt poppt das auf. Aber in sich stimmig, wärmend, die 44 Volumen hervorragend eingebunden, Holz belegt langsam den Mundraum, Rauch ganz, ganz dezent im Hintergrund. Muss man jetzt allerdings sagen, da schreiben ja einige im Internet, für Peatheads, also absolut nicht. Also der hat für mich kaum Rauch, ganz dezent, nur begleitend. Ist auch mehr, jetzt kommt so ein bisschen die See, die Gischt, das Jodige kommt ein bisschen mit durch, der Seetang. Ein bisschen wieder das Heidekraut. Also man merkt schon, dass das ein Highland Park ist. Wir probieren nochmal. Ist für mich eine logische Fortentwicklung des Zwölfers, hat ähnliche Noten, ähnliche Untertöne mit diesen auch hellen Früchten. Da kommt vielleicht die Ananas ein Ticken mehr, da kommt ein bisschen mehr die Gewürzlastigkeit, vielleicht auch von den Fässern, dass er die 3 Jahre mehr hat. Ja, bisschen mehr Alkohol wie der Zwölfer, das ist alles in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, ihr kennt den Preis von einem Zwölfer, der liegt so um die 35 Euro. Für den 15er im Schnitt, habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe ihn für 66 Euro bei einem grenznahen Dealer, der uns allen bekannt ist, erhalten und muss für 66 Euro auch zuschlagen. Ich sage mal, im Schnitt wirst du ihn so für 85 bis 89 kriegen, geht aber auch bis 100. Da muss man sich dann schon fragen, ist es den Aufpreis zum 12er wert? In gewisser Weise ja, weil er ein bisschen anderes Aromenspektrum mitbringt, weil er eine ganz eigene Ausstattung hat, wenn man auf Ausstattung entsteht. Und ihr wisst, auch ich bin ja gern einer, der auf tolle gestaltete Flaschen und oder Verpackungen abfährt. Und die ist schon was Besonderes, die ist schon ein Hingucker. Der Whisky selber ist auch vernünftig, der passt. Wenn wir jetzt mal zum Abgang kommen, der ist für mich mittellang. Es bleibt ein ganz dezenter Rauchschwaden hängen. Du hast das Holz, die Würze des Malz. Und wenn dann mal so ein kleines Kopperle kommt, wie jetzt gerade, dann hast du sogar ein bisschen die Süße der Früchte gepaart mit dem Honig mit dabei. Also ich muss sagen, es ist ein sehr leichter, angenehmer, ausgewogener 15-Jähriger, den man mal probiert haben kann. Ob das eine Kaufempfehlung ist, für 66 Euro kann man es sicher machen. Es ist immerhin ein 15-Jähriger. Für 89, wie er normal gehandelt wird, muss man selber entscheiden. Für 100, nein, auf keinen Fall. Weil dann lege ich theoretisch nochmal 20 Euro drauf und habe einen 18er. Wobei mir der 18er nicht nochmal so gut geschmeckt hat. In dem Video von Weihnachten habt ihr das ja mitbekommen. Der Aufpreis zum 12er ist niemals gerechtfertigt. Ja, im Endeffekt war es da schon wieder. Hat mir Spaß gemacht, den zu verkosten. Ist auch ein schönes Ambiente gewesen. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. Ich freue mich auch sehr über jedes Abo.
Und ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, raise your horns, stay hard und slange mal. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Häcksler. Haut rein.